Warte mal kurz, ich muss die Motte totschlagen. Hallo Menschen und herzlich willkommen, euer Senseless Survivor wieder hier. Und mit mir ist wieder Tim Akatrasar unterwegs. Den Link zu ihm findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Guckt mal vorbei, lasst ein bisschen Liebe da, würde ich mich freuen. Ja, ansonsten machen wir einen kleinen Abstecher zu einem Easter Egg, was Tim mir auf der neuen Map zeigt. Und dann geht es auf einer älteren Map wieder weiter. Und ja, direkt, wir springen dann direkt zum Boss. Vorher war nicht so spektakulär, das muss man nicht sehen. Das stiehlt euch nur die Zeit. Und da wollen uns ein paar Burschen unsere Beute streitig machen, aber nicht mit Tim und mir. Seht es euch an, viel Spaß dabei. Bis dahin, euer Senseless. Früher mit Kumpels gespielt, wir hatten so, zwar Diablo oder Ark oder sowas, und hatten so geile Runden und ich habe es irgendwie ja nicht aufgenommen. Oh, da weiß ich noch, bei Ark, ich habe mich mit Kumpels so kaputt gelacht. Alter, wir konnten nicht mehr, wir haben Tränen gelacht. Oh, das war so geil. Ja, du hast es mal schön gesagt, so eine Art Videotagebuch. Genau, genau. Zockerlebnissen. Ich fand ich sehr gut gesagt und hab dann gedacht, 1:1, genauso ist es bei mir auch. Kennst du Greifenberg? Hab ich schon mal gehört, ja. Also den Streamer? Ja. Da gibt's hier ein Easter Egg. Ach so. Wenn dich sowas interessiert. Ja, klar. Gern. Okay, kann ich dir gleich mal zeigen, weil ich das Feuer gelöscht hab. Und okay, gut. Ich wurde kurzzeitig. Müssen wir hier kurz auf den Zug drauf. Aha. Das ist ein Bloodline XP, dann hier drauf. Ich hoffe nur, wir werden da jetzt nicht weggeschossen. Dann einmal hier drüber. Und hier im Schornstein ist sein Hut drin. Was? Ey, Mist, ich bin drin gelandet, Alter. Ich bin reingepackt. Ich komme nochmal auf ein neues. Da kommt er wieder. Ja. Meister Röhricht. Ich springe am besten hier über die Ecke. Dass der ich war schon drüben, bevor ich gesprungen bin, Alter. Was war das denn? Aha, da ist ein Hut drin. Greifenhörnchen nennt er halt seine Community. Das steht da auch noch Greifenhörnchen dabei. So, na dann. Aufi. Gehen wir mal zum ersten Hinweis. Ist das. Hat er immer so bei Twitch, ist das so ein. So schwarz-weiß, seine Facecam? Ist das der? Mit so einem Bart? Ist das der mit so einem Bart? Der hat einen Bart, ja. Du hast ja wahrscheinlich wieder das Küchenlicht an. Ja, ne? Selbstverständlich. Ich werde meine Beleuchtung mal ausmachen müssen. Das macht doch schon einen krassen Unterschied. Ich hocke mich mal hier ins Gebüsch. Ich gehe direkt mal Richtung Clou. Für was probiere ich es überhaupt, da leise durchzugehen? So, was wird, glaube ich, schon nett gemacht. Ja, ist noch weiß. Na, dann mal wieder. Frisch ans Werk. Darf ich die wieder erschießen? Ja. Kommt die wieder angestapft, Junge, wie ein Dampflok. Immer noch weiß. Ist er Akro? Ja. Komm einfach hier in das Räumchen, da kommt er nicht rein. Okay. Und jetzt ist er wieder normal. Okay, dann wieder raus hier. Der hat irgendwo eine Mistgabe. Er kommt! Ja, lass ihn doch kommen, den armen Kerl. Ey, was schmeißt der denn? Stacheldraht. Ach so. Ich dachte jetzt, er schmeißt mir eine Mistgabel ins Face.
So, ich warte, bis er mein Akku ist, sondern schieße ich nie. Okay. Rot, 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 rot. Scheiße. Okay, einfach schnell machen. Ja, die sind ja schon. Ja. Ist tot. Die sind schon drin, da ist die Tür. Ah ne, wir haben die Tür aufgemacht. Der schießt auf mich, der Sauhund. Ich verbann. Mhm. Verbann doch! Werfen was? Hit. Schön. Er ist tot. Nicht mit uns. Oh nein, ich hatte eine Haftbombe. Idiot. Na egal, ist ja tot. Wir hätten uns so viel Ärger ersparen können. An die Hintertür lege ich mal eine Falle, vorsichtshalber, dass sie da nicht reinkommen. Zumindest nicht unbemerkt. Nächster hat einen Hit. Sind die drin? Nein. Sicher heilt da draußen. Brauchst du Hilfe? Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Haben wir den wieder aufgestellt? Hast du es mitgekriegt? Nee, hab ich nicht mitgekriegt. Von wo schießt der auf mich? Von oben? Ist er vielleicht oben? Schießt durchs Dach? Nee, also durchs Fenster? Der stand direkt vor mir. Einer ist auf dem Dach, einer vorne dran. Mhm. Treffen aber auch die Schweine. Soll ich mal zum Fenster rausspringen? Muss doch nicht das Fenster rausspringen. So weit ist es doch nicht.
Alter. Jetzt habe ich das in der scheiß Fackel hingeschmissen. Der ist so gut wie tot. Der ist tot. Kannst du mich aufheben? Kannst du mich direkt aufheben? Oh, da ist schon der nächste. Tut mir leid. Da. Der kann nur links von dir sein, der geht nicht durch den Stachel. Jetzt! Die Mücken gehen auf den! Die Mücken gehen ja, auf den! Ja, ja, ja! Oh, du geiler Typ! Alter, das. Pass auf, da ist Stacheldraht. Mach den erst weg! Mach den erst weg! Tim, ich bin so aufgeregt! Danke! So, jetzt! Vielen Dank! Ach, der hat er geregelt, der Gute! Danke! Ich guck mich direkt mal um. Keiner da. Wer hat da den Leuchtturm? Warum hat er da den Leuchtturm? Ich wollte eigentlich. Was wollte ich denn eigentlich nehmen? Dynamit? Nee, eine Spritze wollte ich nehmen und hab mich vergriffen. So, looten wir mal. Wo sind die denn? So. Die anderen sind noch im Compound. Einer liegt hier. Was hat denn der? Aha, eine Lebel-Heckenschützer. Wenn du irgendwas haben willst, bedien dich. Ich guck. Nehme die Reste. Was hat er für eine Pistole? Wo ist denn der verblutet, der Typ? Wo ist denn auch hingelaufen? Wo sind die denn? Ach, da ist einer. Ah, hier. Ja. Oh, 500. Jetzt würde ich gerne rauskommen. Ey, was hast du immer für Lack, Alter? Das gibt's doch gar nicht. Wo ist der letzte? Draußen noch, ne? Ja, draußen. Hast du jetzt irgendeine Waffe genommen? Ja, ich habe die Lebel Marksman. Okay, okay, gut. Oder Heckenschützer. Ja, ist Marksman. Okay. Hier muss er. Hä? Der muss doch hier draußen irgendwo liegen, oder? Hä, verstehe ich nicht. Den habe ich doch hier draußen abgeknallt. Zudem wieder. Hat er sich verpisst oder was? Lungert der hier noch irgendwo rum? Nee, nee. Ich sehe nichts mit der Sicht. Ich sehe auch nichts ohne die Sicht wegen der Leuchtfackel. Nee. Warum die abfackeln? Nicht, dass er hier irgendwo weit weggerannt ist, außerhalb Sicht. Und die dann wiederbeleben will. Können wir machen, ja. Wenn du was hast, ich hab was. Sehr gut. Und dann schnell raus. Die 500 würde ich mir gerne sichern. Das wäre super. Ich höre immer noch Mimimi. Mimimi. Nee. Fackel ich jetzt ab. Hab ich schon gelootet? Ja. Welches ist hier jetzt Stacheldraht? Ach, er hat es nur mit seinem Körper geöffnet. Richtig, geht schneller. So. Komm, einfach raus jetzt. Okay, na dann. Ich guck nochmal. Vielleicht waren die auch nur zu zweit. Der hat ihn tatsächlich aufgestellt und wir haben es ja mitgekriegt. Hm. Es kam mir aber mal so vor, als hätten wären immer noch zwei gerannt, nachdem ich den umgeschossen habe. Ach, ich weiß es doch auch nicht. Vielleicht haben wir noch einfach nur übersehen. Schrei mich nicht so an! Ist da irgendwo ein Mietfeld? Den kann ich noch wegspringen. Ah ja, da höre ich doch einen. Ich hier ist eine Kasse. Hier ist eine Kasse. Ah, perfekt. Oh, komm, jetzt noch mal ein Tausender. No, noch mal 100. Oh, ey, Leute, ich bringe ihn um. Wieso kriege ich denn nur diese Kackkohle? Oh. Warte, den spreng ich weg, Alter. Ja, okay, warte, bis er stehen bleibt. Wumm! Oh nein! Er hat sich bewegt! Lebt er noch? Oh Gott, ich werde jetzt sterben.
Nein! Okay, gut. Alter, was machst du für Experimente? Gar keine! Ich hab ein Schwert fallen lassen, Nekromant. Und hier sind Hunter XP und jetzt bitte raus. So. Ich habe 150 Dollar. Ich habe 782. The Night. Ja. Ich verstehe es einfach nicht. Du bist halt von der Muse geküsst.